Moin Moin Leute, willkommen zu einer neuen Galaxus-Überrungung und zwar im Remake-Mod. Wie euch vielleicht schon aufgefallen ist, kommen jetzt immer zwei Parts Galaxus-Überrungung die Woche. Das liegt daran, dass ich keine Idee mehr habe, was ich für Mod-Videos machen soll, aber sobald es so irgendwelche Updates gibt, gibt es dann halt ein extra Video dazu. Genau, bedeutet jetzt haben wir die Woche Galaxus-Überrungung und wir spielen auf der Standard-Map 110 Planeten. 20 mehr als Light und Grand 145 ist ein bisschen zu viel. Das Ganze hier ist der Part 0. Weil, also wenn ihr Gameplay sehen wollt, dass es direkt losgeht, dann würde ich euch empfehlen, auf den Part 1 reinzugehen. Im Remake-Mod ist ja einiges anders und das werde ich mir jetzt quasi alles angucken, damit ich Bescheid weiß. So, hier stehen zum Beispiel erst ein paar Infos drin. So, es gibt nämlich Trade Lines, bla bla bla. Genau, es gibt Planeten, Systeme, Sektoren, Nebel und Asteroidenfelder. Und zwar ist das so, mehrere Planeten zusammen bilden. Genau, hier ein System, steht aus zwei oder mehr Planeten. Und wenn man halt ein System kontrolliert, bekommt man zwei zusätzliche Bauplätze. So, mehr Einkommen. Genau, und wenn man halt den ganzen Sektor kontrolliert, gibt es nochmal mehr. So, das Imperium startet halt im Galaxiskern, ist umgeben von den Rebellen. Die starten mit drei verschiedenen Planeten, in drei verschiedenen Bereichen. So, und wir spielen aber die kriminelle Underworld, weil dazu gab es bisher noch nichts auf dem Kanal. Und die spiele ich auch ehrlich gesagt sehr selten, weil die eigentlich ganz cool sind. Wir starten mit einer Handvoll Planeten Rum und Ryloth. Okay. Ja, wir spielen auf Spice, Deathsticks. Also das Ding ist beim Remake-Mod. Jetzt, ich komme quasi von Reckoning of the Rebellion. Hier ist ja immer wieder einiges anders. Genau. Und vor allem beim Bodenkampf bin ich lost. Weil da habe ich bisher das meiste verloren, wie ihr in den Videos seht, die ich auf dem Kanal habe. Vor allem als Imperium habe ich bisher noch nie gewonnen. Hoffe, in der Galaxis-Überrungung ist das Ganze ein bisschen einfacher irgendwie. Aber durch Masse gewinnt. Oh, ruckel, ruckel. Ja. Erstmal Stopp. Okay, nee, wo war das denn? Wo konnte man sich denn die ganzen Infos durchlesen? Genau, Helden brauche ich erstmal nicht. Income wäre ganz nett. Genau, und wo ich was hab? Genau, hier haben wir auch wieder, wie in Reckoning of the Rebellion, die Aufteilung. Elysium Game. Vielleicht kommt das ja noch. Ah, hier nämlich. Genau, wir lesen uns jetzt nämlich einmal den kompletten Welcome Guide durch, damit wir wissen, was abgeht. Wie gesagt, wenn ihr direkt Gameplay wollt, dann in Folge 1 reingucken. Das hier wird Folge 0, wo ich mir das Ganze einmal durchgucke. So, below is very important information for first time player of the 4.0 update. It's a lot, but we saw. Mission Holo Community. Okay, Empire to the Grand Update. Ist finally hier. Okay. Vergiss alles, was du über Vanilla weißt. Alles klar. Ganz neues Beast, okay. Overhaul. Genau, gibt Sektoren, System, Planeten. Small group of planets and moons. Sectors are large collections. Okay. CRF build slots for ground building. 9 slots of space station. Aha. Das finde ich krass, dass wir 6 Slots von Space Station Orbitals haben, okay. Sicherstellen, dass die Außenwelten genug Defensive Structures haben. Ja, das ist richtig, dann wollen wir nicht verlieren. Ah, okay, also desto weiter die wechseln, desto schneller sind die. Okay. Dann gibt keine Technik, sondern wir müssen den Krieg eskalieren lassen. Okay, also wenn wir hochtecken, tecken alle anderen hoch. Okay.
Okay, immer wenn wir eine neue GC anfangen, ist die Standardarmee random. Über einen Gegner. Das ist nice und das ist immer anders. Aha. Nicht alle Planeten miteinander verbunden. Okay. Gibt kleinere Fraktionen, die einzigartige Einheiten und Helden haben. Sind gefährlich am Anfang des Spiels, später nicht mehr. Gefährlich als Piraten, okay. Okay. Nice. Also solche Planeten wie Monolith und Mandalorian geben dir halt Zugriff auf deren Technologie. Aha. Economy. Okay, also Sektoren und Gasgiganten geben am meisten Geld. Heißt, wir unser erstes Ziel ist Bespin. Der einzige Gasgigant, der mir gerade so einfällt. Upkeep Cost gibt es woanders auch schon. Moment nochmal. Place your fleet accordingly or risk draining. Okay, du musst halt gucken, ob deine Flotte hinpasst, weil die Flotte kostet halt Geld. Okay. Also Minen am besten an urbanen Worlds, militärische Basen. Am besten an temperated Worlds, okay. Economy ausbauen für Credits. Sehr schnell broken sein, okay. Economy priorisieren. Drain over time. Also nicht instant weg, sondern wie so eine Kreditquasi. Eine Kreditkarte quasi, okay. Nicht zu viel auf einmal bauen. Stoppen, weil ich 0 Credits habe, okay. Kannst du Sachen verkaufen oder downgraden? Mit dem Rot markiert, okay, nice. Okay, alles klar. Wir haben ein bisschen was vor uns, okay. Viele neue Space Maps. Das fand ich ja schon bei Awakening of the Rebellion so nice. Okay. In-Auto Maps, aha. Schwache Sternjäger sind nicht kriegsrelevant. Space Colonies, Aha. Das ist interessant. Okay. Also, Stufe 1 ist ganz nett, ab 2 ist schon verteidigen und 3 ist krass. Okay. Shipyards. Tier 3 Shipyards, Starfighters, Korvetten, Tier 2, Regatten, 3 Capital Ships, okay. Nice. Okay, die Jäger verhalten sich so intelligent und cinematic wie möglich. Das ist nice. Gibt typische Raketentypen. Okay. Ion-Torpedos gibt es auch wieder. Okay. Die sind in Hangarn stationiert, die Garnisonsfighter. Ah, oh mein Gott, die zu ersetzen kosten nun Geld. Heißt nicht mehr zu sein. Also Economy ist das A und O.
Ah, wenn Stationen mit Garnisonen sterben, kriege ich das Geld wieder. Das ist sehr nett. Space Units. Gibt neue Abilities für alte Schiffe. Ja, geil. Neue Huttenflotte. Danke, Karak. Aha. Wegfindung. Das ist sehr gut. Ja, das ist auch nice. Mal gucken, was, wie man die hinstellt. Wir müssen Breitseite geben, ja. Okay. The surface to space weapons now. Ach so, ich glaube, die meinen die Bodenraumkanone. Kostet jetzt Geld. Ja, okay. So, Ground Combat. Und dann gibt es hier nochmal was. Okay, alles klar. Aha. Okay, das ist schon mal sehr vielversprechend an. Watchtower, aha. Schutz vor Bombing Runs und Orbital Strikes. Ist keine Bubble mehr. Schade. Hä, warum denn nicht? Das war doch cool. Okay, wenn das Planetary Shield down geht, dann dürfen die Bomben. Okay. Je nachdem, welchen Bomber wir oben haben. Also, wenn wir jetzt B-Wings haben, können wir B-Wings rufen. Wenn wir Y-Wings haben, können wir Y-Wings rufen. War ja in Rebels auch schon so. Finde ich gut. Du hast auch wieder Credits, Alter. Krass. Also, du brauchst Geld. Ah, merken, wo man es hinbaut. Okay. Akzeptiere, dass du Verluste haben wirst. Okay. Regimentssystem. Ah, wir wollen jetzt Regimente, keine einzelnen Einheiten. Das finde ich nice. Aha. Die sind komplett. Sobald ich zwei Drittel verloren habe, ist das Regiment weg. Mit Transportern. Okay. Alles klar, Units. Ja, ist sehr challenging. Spielintelligent, danke. Okay. Infanterie erster Reihe, zweite Fahrzeuge, wie immer. Okay. Das ist nice. Vehicle Overhaul. Die Artillerie muss man beschützen. Jo. Der Artillerie-Schuss kostet 20 Credits. Wollt ihr mich verarschen? Kostet ja alles Geld. Okay, krass. Ja, Scouts weiß ich ja nicht. Also ich muss mir merken, immer 5000 auf der Bank haben, falls irgendwas ist. Ah, gibt das auch weiter auf dem Boden? Sehr nice. Ja, Anti-Air Defense muss man aufpassen. Okay, Infanterie. Okay, Standard-Infanterie, Support, Assault, Anti-Tank and Sergeants. Aha. Der Standard ist halt einfach, mit der beschäftigt ist. Heal gibt's. Aha.
Buffs, Mortars, sehr gut. Anti-Tank ist auch klar. Moral-Buffs, aha. So. Okay, gezahlt und Moral-Buffs, alles klar. Buildings. Okay, so Turbolaser schießen noch, aber machen weniger Damage. Iconic Buildings are off the map. Das ist nice. Hä, mega. Anti-Air Towers gibt's auch. Okay, mega. Modular Base, okay. Rebel Base von Hoth. Das ist nice. So, letztes. Miscellaneous Overhaul. 7000, Alter, mega. Ja, die Musik kann ich leider nicht hören. Aber das vielleicht spiele ich das mal privat irgendwann. Ah, okay. Wir haben jeden Loading Screen neu gemacht. Discord-Community, ja, Shoutout. Texte durchlesen, alles klar. Ja, ein weiser Mann hat mal gesagt, mit der Maus drüber hovern, da steht alles, was du wissen musst. Okay. For reasons, okay. Pause-Button ist dein Freund, das ist richtig. Das ist cool mit C. Das ist nice, das hier nochmal reinschreiben. Mein Headset ist zum dritten Mal ausgegangen. Alt Control, Mittelmaus, NQ2, can get. Okay, ja, nice. Warthog is coming. Okay, nice. Welcome Guide hatten wir, glaube ich, schon, ne? Okay. Minor Factions. Okay, das lesen wir uns jetzt auch nochmal durch. Und dann. Okay. You're my new boss. Okay. Die Arno-Piraten. Anspielung auf die Serie Star Wars Andor. Lord Van, okay. Also es gibt die Imperial Defectors. Ist quasi das Imperium. Whatever rock he is hiding. Geil. Ja, Thrawn ist schon ziemlich nice. Vielleicht spielen wir mal als Imperium, einfach weil Thrawn ist Separatisten, aha. Okay. Oh yeah, these guys. Crazy Queen, aha. Quasi neues Imperium, Republik. Möchte nur mit den Rebellen zusammenarbeiten, okay. Die greifen wir einfach mit Druiden an, ne? Rich and corrupt. Ah, die CSA, die haben wir in Star Wars Reckoning of the Rebellion besiegt. Das sind diese Sicherheitstruppen da. Aha.
kriegt man sehr viel Geld. Das Hutten Empire. Those fat slugs can't be trusted. Ach, geil. Gibt nur das Hutten Empire, okay. Ihr habt doch hier oben Jabba. Also, I don't know. This Sith. Ah, die Sith. Oh mein Gott. Sith-Kultisten. Das ist nice. Zombie Holo. That's not good for business. Sogar lustig geschrieben. Knights ist auch mit dabei. Nice. Es ist lustig geschrieben. Du weißt, worum es geht. Mega. New Manda Lore. Silly name for a leader. Okay. Boba Fett ist anscheinend auch da. Rockmonster. Harpes Konsortium. Okay, sind die letzten. Mhm. Haben auch eine Königin. Okay, bestimmt nichts zu den Rebellen, ne? Okay, nice. Ja, das war der Part 0, wo wir uns ein bisschen was durchgelesen haben. Wir gucken uns jetzt eben nochmal an, was wir hier so finden. Ah, hier kommt mir sogar Nebel. Ilum. Sind denn die Rebellen? Das müsste Habes-Konsortium sein. Hier. Die sind die Rebellen. Denen gehört leider Bespin. Das geht so leider nicht. Utapau, Sallust. Hier bin ich. Ah. Teeth gehört mir auch. Interessant. Hier ist Kernwelt. Mayeto, Monolith. Genau, sind die Druiden sind da. Dantooine gehört der Rebellion. Yavin, klar. Arda, mhm. Ist alles hier Piraten. Okay, ich bin hier. Hier bin ich vertreten. Ist eigentlich ganz nice, dass ich so gebündelt bin. Ja, hier weiß ich nicht, ob sich das lohnt, das hier weiter auszubauen. Okay, dann danke ich mich vielmals fürs Zuschauen. Im nächsten Part geht's dann richtig los. Das war jetzt mehr so eine Einführung. Bis dann.